Was geht ab, meine Freunde? Ich bin's wieder, euer Xerox. Ich war jetzt die letzten Tage ziemlich krank, hatte hohes Fieber und alles drum und dran, Husten, Schnupfen und so weiter und so fort. Bin immer noch nicht ganz gesund, wie ich nur schon mal angesprochen haben. Und es kann sein, dass ich vielleicht mal huste oder sonstiges im Video mache. Vielleicht hört man das auch teilweise. Heute kommen wir zu einem Video, in dem ich euch heute mal erkläre, wie man das F4X-Tool nutzt. Ich hatte das schon einmal in einem Video gebracht gehabt. Das Problem war einfach, dass sie das geupdatet haben, dieses Plugin, und es bei vielen Leuten nicht mehr wirklich funktioniert. Es funktioniert weiterhin, aber bevor man damit startet, muss man jetzt eine Tastenkombination eingeben, damit es wieder funktioniert. Es ist total dämlich. Ihr findet auch den Link zu F4X Tool unten in der Videobeschreibung, weil ich muss sagen, das Tool hilft enorm weiter. Vor allem, wenn man viele Sachen in eine Group gepackt hat. Ganz kurze Sache nochmal am Rande, wenn ich wieder ganz gut, sorry schon, wenn ich wieder gesund bin, dann werde ich nochmal zu einem Video kommen, wie baue ich einen Tycoon. Das werde ich ein bisschen größer auffahren, bedeutet, ich werde dort definitiv über alles sprechen. Das Video wird wahrscheinlich dann auch um die, ich will nicht lügen, ja, 20, 30, 40 Minuten gehen, wo ich wirklich jeden Stichpunkt einmal durchgehe. Und ihr werdet unten in der Videobeschreibung dann auch Zeitstempel finden, wo ich halt über die gewissen Sachen dann geredet habe. Ich will hoffen, dass ich das alles so hinbekommen werde. Falls ihr Fragen habt zu einem Tycoon, könnt ihr auch gerne unten in die Videobeschreibung in die Kommentare schreiben, und ich werde die wahrscheinlich dann im Video mal ansprechen. Gut, jetzt fangen wir mal an mit dem Plugin. Das Plugin finden wir hier oben unter Plugins, und dann finden wir hier das Wading Tool bei F3X. Also Link findet ihr unten in der Videobeschreibung zu diesem Tool, und dann beginnen wir mal. Beispielsweise, ihr habt jetzt unter dem View habt ihr hier die Toolbox offen und packt euch dort jetzt Setz Tycoon Kit rein. Ich kann kurz gucken, hier haben wir es. So, jetzt haben wir hier das Ungroup-Me, ganz einfach, rechte Maustaste, Ungroup, und das löschen wir da mal. So, wenn wir jetzt das Plugin auswählen, sehen wir, wir können nur den kompletten Tycoon auswählen, was wir aber nicht wollen. Wir wollen, so gesagt, einzelne Parts da drin auswählen können. Dazu drücken wir einfach Shift und T gleichzeitig, und schon können wir die einzelnen Parts da drin auswählen. So wie die Buttons, hier dieses Förderband und auch die Wände und so weiter. Ich hatte, glaube ich, auch mal in meinem Video gezeigt, halt, wie man die Sachen scaled und so weiter mit 0,5er und sowas. Da gibt es hier Increasement, und dann stellt man da zum Beispiel 0,5 ein, und dann arbeitet man halt in 0,5er Stats. Wenn ich jetzt sage, ich möchte in einer Stats arbeiten, dann gebe ich hier eine 1 ein. So, wenn ich jetzt sage, ich will in 5 arbeiten, gebe ich hier eine 5 ein, dann sieht man, dass das schon ein bisschen größer wird. Ja, das war es eigentlich schon von diesem Tutorial. Weil viele haben sich, vor allem die Leute, denen ich geholfen habe über Discord und sowas, und wir waren halt in einem Call drin, dann haben die öfters gesagt, bei denen funktioniert das Bidding Tool gar nicht. Es hat nicht so funktioniert wie in meinen Videos, und da habe ich mich natürlich heute mal ein bisschen schlau gemacht. Und dann habe ich diesen Befehl gesehen mit Shift und T, und schon funktioniert alles. Also ihr könnt jetzt einzelne Sachen hier drin auswählen. Sag ich jetzt mal, ihr sucht diesen Block hier, einfach draufdrücken, linke Maustaste, so, und ihr wollt den Materializer gar nicht in eurem Spiel haben. Einfach löschen, so wie das Teil. Einfach dann hier oben auf Colorizer drücken, löschen. Ihr wollt den Button nicht haben, löschen. Den Button wollt ihr auch nicht haben, löschen. Ja, also so braucht ihr auch nicht die ganzen Ordner durchgehen, um zu schauen, wo ist was drin. Das könnt ihr hier mit dem Tool ganz einfach machen. Das ist auch wie beim Drehen oder sonstiges. Funktioniert prima. Also ihr drückt hier drauf und geht dann hier auf das Circle Tool. Und dreht einfach hier an diesem Teil. Und schon könnt, also ihr könnt damit perfekt arbeiten mit dem Tool. Plugin. Sorry, nicht Tool, Plugin.
Und ja, es funktioniert prima, wie ich finde. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn es nicht so lang war. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video, was halt das, wie baue ich ein Tycoon, nochmal längere Version sein wird. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten, euer Xerox. Ciao, ciao.